Heuer findet erstmals die Vorbereitung in Beitostölln und nicht in Suschen statt. Wie ist es zu der Entscheidung gekommen? Ja, wir sind ganz normal nach Suschen angereist. Dort war aber dann leider zu wenig Schnee. Jetzt haben wir um eine Ausweichmöglichkeit gesucht. Das ist dann Beitostölln geworden, wo wirklich gute Trainingsbedingungen herrschen. Eine des Streckenprofil zu Suschen, kann man das hier in Beitostölln vergleichen oder gibt es da Unterschiede? Ja, ich glaube, es ist so relativ ähnlich, aber es ist sehr kupiert. Also es geht wirklich mit langen Anstiegen und wenig flachen Passagen, aber optimal für die Vorbereitung. Rainer, wie bist du mit der Leistung der Athletinnen und Athleten bis jetzt zufrieden? Ja, ich glaube, die Laufleistungen, die sind sehr gut und sieht man, dass sie schon sehr stabil sind. Die Schießleistungen sind zurzeit noch ein bisschen wechselhaft. Das war so war jetzt in dieser Phase mit den intensiven Einheiten, glaube ich, auch noch normal ist, aber da brauchen wir noch den einen oder anderen Tag, dass wir das auch wirklich stabilisieren können.